Schwestern, meine lieben Brüder, ist die Frage nicht irgendwie doch ein bisschen schlicht? Wir haben gehört, der Schriftgelehrte will sich rechtfertigen. Deshalb fragt er noch einmal nach, wer ist denn jetzt mein Nächster? Wir hören das so selbstverständlich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und natürlich Gott an erster Stelle. Wer ist denn mein Nächster? Ich denke, vielleicht sind wir alle genauso ratlos wie dieser Schriftgelehrte, auch wenn wir nicht in dieser peinlichen Situation sind, weil wir Jesus auf die Probe stellen. Eigentlich kann man die Frage ganz leicht beantworten, in unserer Kultur zumal. Ich bin der Nächste. Denn jeder ist sich selbst der Nächste. Das ist doch klar. Wir werden zumindest seit 50 Jahren, spätestens seit dem Wirtschaftswunder, genauso erzogen und geprägt. Mit jeder Meldung aus dem Fernsehen, mit jeder Meldung aus der Zeitung, mit jeder Werbeanzeige, die in unserem Briefkasten landet, ob nun elektronisch oder wirklich noch ganz altmodisch, wirklich im Briefkasten. Ich bin mir selbst der Nächste. Das ist die Grundbotschaft. Du hast für dich zu sorgen. Mit 20 Versicherungen und die Zusatzversicherungen nicht vergessen. Und man muss sich auch mal was gönnen. Eine Botschaft, die tief auch in die Priesterausbildung eingedrungen ist. Man soll ja schließlich nicht zu kurz kommen. Das waren alles Idioten, die das früher anders gemacht haben, vom heiligen Paulus angefangen. Die noch sagen konnten, allen will ich, alles geworden von wegen. Nein, 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 man muss da schon erstmal auf sich selber schauen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und eigentlich ist das nicht plausibel? Es gibt doch so etwas wie einen Selbsterhaltungstrieb im Menschen. Vielleicht schauen Sie mal kurz in sich hinein und suchen diesen Selbsterhaltungstrieb. Vielleicht müssen Sie gar nicht so lange gucken. Vielleicht sind Sie ihm heute Morgen schon begegnet. Bei einem opulenten Frühstück. So viel zur eucharistischen Nüchternheit. Klammer zu. Ist das jetzt alles schlecht? Liebe Schwestern und Brüder, nur wenn wir diesem Selbsterhaltungstrieb, es ist wie so ein Viech in uns, das sich immer nach oben arbeitet und sagt, ja, aber ich, das sich immer ganz so mit einer Schnappatmung meldet und immer Angst hat, zu kurz zu kommen. Das lebt in jedem und jeder von uns. Unterschiedlich ausgeprägt. Es dauert sehr lange, bis man das ein bisschen domestiziert hat. Erst wenn wir diesem Viech in uns begegnen, ermessen wir, welche Revolution mit dem Christentum verbunden ist. Wir können sagen, ja, aber die Nächstenliebe steht ja auch im Alten Testament, das stimmt. Der Gesetzeslehrer zitiert es richtig, aus der Tora. Was steht im Gesetz, was liest du dort, sagt Jesus ihm. Aber wir müssen einschränken, dort ist die Nächstenliebe auf die Volksgenossen konzentriert, also auf die im auserwählten Volk. Der universale Sprengsatz, die Revolution, findet erst bei Jesus statt. Und er erzählt es in diesem Beispiel. Damit wir diese Beispielgeschichte, diesen barmherzigen Samariter richtig verstehen, müssen wir zunächst auf dieses arbeitende, nicht rastende Viech in uns schauen, das Selbsterhaltungstrieb heißt, das große Ego. Ich. Wir haben doch jetzt Wochen und Monate erlebt, wo wir das in Diskussionen, in Foren, in Artikeln verfolgen können. Warum sollen wir, die Deutschen, warum sollen wir anderen helfen? Flüchtlingen. Wir kommen mit Argumenten, die man bedenken kann. Das ist eine andere Kultur, die da kommen. Die haben Tausende in der Tasche. Die sind gar nicht arm. Von wegen haben alles verloren. Wenn wir jetzt von uns hier überlegen müssten, dass wir nächste Woche weg müssten, weil wir von irgendwo feindlich besetzt werden, von mir aus von Außerirdischen, und sie müssen irgendwo hin.
Da würden wir auch sagen, wir haben alles verloren, wenn wir da irgendwo ankämen und würden uns über die österreichische Grenze schleppen. Und hätten vielleicht sogar am Bankomat ein bisschen was gezogen, so als Polster. Und die Österreicher würden sagen, naja, die sind ja gar nicht arm. Haben die Tausende in der Tasche, da hängen sie heraus. Sie können sich selber helfen. Alle diese Überlegungen finden in unserem Evangelium nicht statt, haben Sie es gemerkt? Alle die berechtigten Argumente, die man politisch ganz bedeutsam hin und her wägen muss. Nein, hier gibt es drei Personen. Ein Priester, ein Levit und ein Samaritan. Wir sind es natürlich gewohnt, in der kirchlichen Predigt zu hören, dass Priester und Leviten per se schlechte Menschen sind. Das steht aber nicht im Evangelium. Jesus beurteilt das nicht. Er erzählt nur gerade von den beiden, dass sie sehen und weitergehen. Sie haben vielleicht sogar gute Gründe. Wenn sie auf dem Weg zum Tempeldienst sind und dem, der da halbtot liegt, helfen, sind sie verunreinigt, können sie gleich wieder heimgehen. Aber es passiert nichts in ihnen. Sie sehen und gehen weiter. Dieser Samaritan, bei dem passiert etwas. In der Übersetzung von Fridolin Stier heißt das ein bisschen deutlicher als in unserer Einheitsübersetzung. Er hat Mitleid. Er sah ihn an und das kommt dem griechischen Wort sehr nahe. Es packt einen bei den Eingeweiden. Es zieht einem alles zusammen, sagen wir. Fridolin Stier übersetzt, es ward ihm weh ums Herz. Und das ist der Punkt, von dem alles ausgeht. Er nimmt dieses Gefühl, diese Empfindsamkeit dem anderen gegenüber, der da in seinem Blut und im Dreck liegt, nimmt er ernst. Und er geht und hilft ihm. Mit Dingen, die er gar nicht tun müsste und die er dennoch tut. Weil er seinem Herzen folgt. Weil er dem folgt, was ihn innerlich gepackt hat. Jesus verwendet dieses Wort ein paar Mal. Er verwendet es auch im Gleichnis vom barmherzigen Vater. Als der diesen zerlumpten, runtergekommenen, durchaus sündigen Sohn heimkommen sieht, packt es ihn bei den Eingeweiden. Es ward ihm weh ums Herz und er läuft ihm entgegen. Hier ist es der Samaritan. Es wird ihm weh ums Herz. Es packt ihn innerlich. Und das ist der Punkt, von dem wir ausgehen müssen, liebe Schwestern und Brüder. Nicht von gescheit klingenden Argumenten. Oder manchmal auch nur vorgeschobenen Argumenten. Wir kennen das ja. Mein Gott, warum sollen wir denn jemand helfen? Da kann sich doch jeder selber helfen. Warum stellt sich einer zum Aldi vor die Tür und bettelt? Na bitte, findet er keine Arbeit? Ist er nur zu faul? Das schießt uns sofort ein. Und im Zweifelsfall haben wir noch die Caritas, die übrigens in kirchlicher Trägerschaft ist. Manchmal müssen wir uns und auch die Caritas daran erinnern, dass das so ist. Da sind die ja für zuständig. Wir haben das alles toll professionalisiert. In unserer Kirche, in unserem Land, da sind wir echt super. Also sind wir fein raus. Wenn der Samaritan gesagt hat, du, weißt du, zu dem hin, wenn du wieder gehen kannst, schlepp dich irgendwie nach Jerusalem. Da ist bestimmt einer, der guckt, gibt so eine Station, die so Hansaplast hat, so Heftpflaster und noch was anderes. Kannst du da nehmen. Er wäre wahrscheinlich gestorben. Wir müssen uns packen lassen, liebe Schwestern und Brüder. Und wenn das nicht mehr geschieht, wenn wir angesichts von menschlicher Not, wenn wir anfangen zu fragen, wo ist der Herr? Hat der keinen Beruf? Warum kann der sich nicht selber? Alle diese Fragen, die wir stellen, sind Fragen eines kalten Herzens, sind Fragen der Berechnung. So sind wir halt erzogen. Aber nicht Fragen des Herzens. Es sind nicht die Fragen der Christen. Es sind nicht die Fragen des Evangeliums. Die Fragen des Evangeliums heißen, empfinde ich überhaupt noch etwas, wenn ich fremde Not sehe? Wenn jemand im Dreck liegt, jemand verletzt ist, nehme ich das noch wahr oder oh, schnell weg, ich ziehe mich schnell aus der Affäre. Und die ganz Frommen unter uns sagen, ich bete, gegrüßet seist du Maria für den. Das ist auch hilfreich. Damit ich nicht missverstanden werde. Aber der braucht zuerst etwas anderes. Wir sollten unser Herz wieder lernen, empfindsamer zu machen.
um dann konkret den nächsten Schritt zu tun. Jesus sagt nicht am Ende des Evangeliums, hör mal zu, Schriftgelehrter, hast verstanden? Dann denk mal drüber nach. Nein, geh und handle genauso.